Hallöchen. Ihr habt da bestimmt das andere Video schon gesehen. Nächstes Video. Ich habe mir noch was geleistet. Man sieht es schon. Denke ich mal. Und da steht da auch schon drauf. Android und PC Endoskopkamera. Hier ist ein ganzer Wickel drauf zu sehen. Hat mich irritieren lassen. Habe auch gedacht, das wäre so viel. Aber hier steht 1 Meter. Reicht aber aus. Ich habe schon mal so ein Teil gehabt, das ist aber leider kaputt. Das war auch für umsonst. Und das hier habe ich für unter 10 Euro bekommen. Im Laden. Dabei ist ein USB auf Micro-USB wegen Handy. Handy kann ich aber nicht nutzen, mache ich auch nicht. Da war noch eine CD mit bei. Und noch, da ist noch ein bisschen Zubehör mit bei. Und zwar das hier. Und zwar einmal so ein um die Ecke Guckspiegel, aber ganz ehrlich, der taugt nichts, habe ich schon oft probiert. Dann noch mal ein Ring, wo entweder Haken eingehängt wird, ein Haken oder ein Magnet. Von der anderen Kamera, das müsste auch passen. So. Ich zeige dir jetzt einmal kurz, wie sie so aussieht. Da ist schon mit viel Licht dran. Kann ich mich auch Licht dran anmachen. Ja, fast stufenlos ist es nicht, aber ist mit Licht. Und ich bereite das jetzt mal vor. Für Geschichten solcher Art, wo ich euch das Innere nicht zeigen kann, wo ich dann hier so ins Innere reinkomme. Das bereite ich jetzt mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich versuche das mal Bild in Bild, dass man auch sehen kann, was man so sieht. So, nun sind wir da. Die Kamera ist hier an. Und jetzt kann ich euch das Innere mal zeigen. Hier so. Wie das also drinnen aussieht, wenn ich da drinnen rumfuhrwerke, der eine Wickeldorn, der andere Wickeldorn, hier mit Reibradantrieb, da kann man auch noch ein bisschen was in der Tiefe sehen, da sind auch irgendwie Federn und wenn ich es dann schaffe auf den darum jetzt eigentlich um die Ecke. Auf den warum eigentlich die um die Ecke Dinger, aber das wird gerade nichts. Hier in der Löschkopf. Und wenn ich es dann schaffe, da wäre dann der Schreibkopf. Ich glaube, das ist sogar Mono, so wie es aussieht. Ein bisschen viel Licht. Ist auch ein bisschen eingeschliffen. Aber so kann man sowas gucken. Und so könnte ich euch das dann auch zeigen. Für sowas hatte ich eigentlich eine andere Kamera gekauft. Ich kann ja mal dieses um die Ecke Dingens rausholen. Dann mit dem Spiegel hier. Dann kommt das hier ran. Und jetzt zeige ich euch schon mal, wie das Bild insgesamt aussieht. So. Sollte eigentlich mich zu sehen sein, aber bin ich nicht. Bin ich zu sehen? Doch da so ein bisschen. Da ist die Hand. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht. Sieht irgendwie sehr verschmiert aus. Aber das wird irgendwie nix.
Mach da mal sauber. Mit ISO. Es wird nicht besser. Da ist noch eine Folie drauf. Sagt das doch eine. Dann geht das schon ein Ticken besser. Aber so wirklich? Nee. Mit dem Licht, der Spiegel sitzt nicht richtig. Und wenn ich da jetzt gucke. Das ist der Löschkopf. Und das wäre der Klee-Reckkopf. Aber das mit dem Spiegel sitzt nicht so gut. Kann ich auch. Also das ist nicht so. Da ist jetzt die Kamera zu sehen. Dann mal gucken. Ne, also. Das um die Ecke gucken, das ist nicht so, das geht irgendwie nicht. Irgendwie stimmt der Winkel vom Spiegel nicht. Aber so kann man da schon mal was zeigen. Also, der mit dem Spiegel ist, ja, Humbug. Das bringt in dem Sinne nicht wirklich viel. Da kann ich das anders machen. Irgendwo hatte ich hier meinen anderen Spiegel am Stock. Und damit machen, oder den Zahnradspiegel, wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde, kann ich probieren. Aber wie das so ist, auf die Schnelle ist nicht. Auf die Schnelle ist gerade wieder nicht, kann ich wieder nicht, aber naja gut, aber hier so Endoskop-Kamera kann man dann hier mal so gucken, hier Kassettenfach, einmal so reingucken, ist das Licht ein bisschen wenig, da kommt die Kassette reingeschoben, und das für unter 10 Euro. Also dafür reicht es. 640 x 480, dafür ist das Bild, wenn ich so gucke, eigentlich recht okay. Da hinten ist ein Motor, da steht was drauf. Das ist ein Canon-Motor. 5 Volt, so wie es aussieht. Nochmal umdrehen. Und oben, unten ist immer ein bisschen blöd. Hier Canon. Motor, da hinten ist auch noch eine Nummer. So, weiter rein in die Innereien. Sind wir da? Da ist noch irgendwo was. Ach, Rubicon. Elkos. Da ist der Lautsprecher. Magnet. Ja. Ja, da so den Weg finden. Kann man jetzt leider nicht lesen. Doch 10 Volt, 1000 UF. Rubicon, kann ich so lesen, ohne das Gerät aufzumachen.
da noch mehr versteckt ist? Nö, nicht, dass ich sehen würde. Da scheint ein Schalter zu sein, Magnetschalter oder irgendwas. Ja. Aber so kann man dann auch mal was von innen drinne zeigen. Da ist auch noch irgendwie, guck mal da. Widerstände da. 6 Volt, 2,2. Der Elko sieht schon ein wenig lediert aus, oder? Täuscht das. Geh doch mal dahin, wo ich dich hinhaben will. Was sind hier da? Nichicom? Nichicom, Elko. Okay. Aber so kann ich dann auch mal euch ein Gerät zeigen. Von innen. Ich fand es jetzt passend, das Ding zu finden. Für 10 Euro ist es. Oder unter 10 Euro. Nicht mal 8 Euro, sagen wir es mal so. Ist doch passend. Das alte andere, was ich ja mal hatte, was leider kaputt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Weiß ich gar nicht. Aber jetzt habe ich mal eins geholt. Für umsonst. Das war auch so. Aber wahrscheinlich mit 5 Meter und dann wirklich starr. Die Leitung war richtig starr. Die konnte man wirklich biegen, wie man wollte. Die hier geht ja wieder zurück. Das ist weiches Kabel. Die war leider schon kaputt. Die Kamera. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe das Ding hier jetzt. Und was steht hier? Fokaldistanz oder Brennweite 3 bis 8 cm, Wasserdichtigkeit IP67, 15 cm bis 1 Meter, steht hier noch Zubehör, ein Magnet, zwei Haken, drei Spiegel. Ne, ein Magnet, ein Haken und ein Spiegel. So, Foto und Videoaufnahmen, Auflösung 640, 480, 1280 x 27, nur am Computer. 7 mm Kamerakopf. LED, 6 weiße helle LEDs. So, aber die 1280x27, die sind interpoliert. Wahrscheinlich auch nur mit der richtigen Software. Ich habe da einfach den Windows-eigenen Treiber genommen. Sind nur 640x480 drin. Das glaube ich auch eher, dass es die hat. Ich hatte noch eine Sache in der Hand. Eine HD Action Cam 1080p. Und guck mal so die Spezifikation an. Steht da so Auflösung auch bis 1080p und hast du nicht gesehen. Und der Sensor sind 1,3 Megapixel. Das ist ja eigentlich gar nichts, habe ich gedacht. Weg damit. Brauche ich nicht, nehme ich nicht mit. 1,3 Megapixel Sensor. Hochskaliert auf. Sag schnell. 1080p, das bringt gar nichts. Das ist genauso wie das, was ich jetzt hier auch schon irgendwo habe. Das ist eine bessere Webcam, mehr ist es da nicht. Gut. Das sollte das gewesen sein über das hier. Kriegen könnt ihr das hier bei Action. Aber wie lange es da existiert, weiß ich nicht. Ich habe bei Action mir auch mal ein Set fürs Smartphone besorgt. Da habe ich extra kein Video drüber gemacht. Ich gucke mal, ob ich das gerade mal schnell in die Finger bekomme. Was hat der mir da jetzt wieder runtergeschmissen? Egal. Ja,
Ja, mal gucken. Und zwar sowas hier. Da ist eine Linse. Noch eine Linse und eine Lampe. Das ist wirklich eine Lampe, eine Ringleuchte. Auf Akku. Das ist für Smartphone. Das eine hier ist, sollte draufstehen, 10x Makro. Das war mir wichtig, dass ich das habe. Das ist ein Makroobjektiv, damit ich mit dem Handy auch mal ein bisschen was im Makro aufnehmen kann. Weil das kann meins nicht. Dann ist hier noch eine Linse bei, das ist Fisheye Lens. Eigentlich sollte noch eine Weitwinkel bei sein, die war aber nicht da in der Packung drin. Und das Set gibt es nicht mehr. Das fand ich schade, ich hätte es mir nämlich nochmal gekauft. Und dann habe ich noch was geholt. Aber das ist eher was für draußen, das wird hier nichts. Außer ich versuche das mal später mit einer Raspberry Pi Cam. Das hier, auch fürs Handy. Selbe System, wird hier draufgeschraubt, bekommt das ans Handy. Das ist ein Zoom-Objektiv. Ich weiß nicht wie viel genau, was steht hier, 12x Mobile Telefon Lens. Also das ist ein Zoom mit Fokusring hier drin. Ich habe es probiert hier, also der Zoom ist wirklich heftig, aber die Helligkeit, die geht runter bis und geht nicht mehr. Also das ist eher was für draußen und nicht für drinne. Vielleicht nehme ich da auch eine andere Kamera. Ich habe mal was probiert gehabt, aber es hat nicht geklappt. So ganz. Aber wenn ich die Raspberry Pi Cam nochmal irgendwann kriege. Ich sollte sie ja eigentlich schon mal kriegen, aber bis jetzt hat sich da nichts ergeben, dass der gewisse Herr, der das machen wollte, die mir denn doch zugeschickt hat, ist nicht. Ist wie gesagt auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, an der Wunschliste, falls jemand mir da mit solchen Sachen ein bisschen unterstützen will, kann er es gerne machen. Ansonsten muss ich den ganzen Kram eben selber kaufen, dann dauert das halt. Also das war bloß, weil ich es gesehen habe, für nicht mal 8 Euro, 7 Euro, 7 Euro, ich weiß nicht was. Also keine 8 Euro. Und es funktioniert. Lass es halten, solange es hält, ist mir doch egal. Hauptsache es läuft. Ist ja auch nur mal, um in solche Geräte mal kurz reinzuschauen. Um euch mal was zu zeigen von nahen, wo ich mit der großen Kamera hier mit der nicht um die Ecke winkeln kann und so weiter. Dafür soll das ja nur sein. Gut, dann Video schon wieder so lang. Bis zum nächsten Mal.